Barcelona, die Welthauptstadt der Taschendiebstähle. Stellt euch vor, euer Van wird euch geklaut und ihr seid auf der Straße. Was würdet ihr machen? Ich nenne mich den Penner im Auto, aber ich war noch nie obdachlos. Und das wird sich heute ändern. Ich glaube, dass das auch sehr leicht wird. Natürlich nehme ich mein Handy mit, meinen Rucksack, 20 Euro, meinen Schlafsack, Hängematte. Ich glaube, mehr braucht man auch nicht. So, den Schlüssel gebe ich dann Lana. Und dann geht's auch schon los. Ich fühle mich, als würde ich Urlaub vom Urlaub machen. Zuallererst müssen wir nach Barcelona reinfahren, wenn wir mit dem Van unterwegs... Upsala. Ja, schade. Wenn man mit dem Van unterwegs ist, empfiehlt es sich nicht, in Barcelona selber zu pennen. Super teuer und es gibt dort die Low Emission Zone. Man muss sich zumindest vorher anmelden. Auch hört man, dass die Autos dort immer wieder gerne aufgeknackt werden. Barcelona ist eine Kriminalitätshauptstadt. Wir sind momentan noch 10 Kilometer vor Barcelona. Und nach Barcelona rein fahren wir mit dem Zug. Aber vorher möchte ich euch was anderes zeigen, und zwar dieses Auto da vorne. Da lebt ein Opa drin. Der hat ein andorrisches Kennzeichen. Vorne hat er schon so einen Aufkleber von der Polizei. Das Fahrrad und alles ist komplett heruntergekommen. Die Fenster sind eingebrochen, aber hier in Spanien hat das mit dem Wetter natürlich besser als sonst irgendwo. Wir haben kurz mit ihm gesprochen. Scheint wirklich, dass er einfach nur ein armer Mann ist, der den ganzen Tag auch in dem Auto sitzt. Aber kommen wir zurück zur Zugfahrt. Da sind wir. Das ist die Küste. Hier ist die Bahnstation. Unsere Station heißt Ocata. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und hier sind wir am Strand. Wichtig ist zu wissen, dass je näher ihr an den Strand rankommt, desto höher ist auch die Kriminalität. Deswegen stehen unsere Autos da ganz weit oben auf dem Berg. Und natürlich, je näher ihr an Barcelona drankommt, desto mehr steigt die Kriminalität. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie man sich so ein Ticket kauft. Und schon geht's ab ins schöne Barcelona. Hier gibt es immer so eine Aushilfe. Hier ist die Frau hier vorne. Die können manchmal Englisch, nicht immer. Und das günstigste Ticket gibt es, wenn ihr erstmal auf Englisch stellt. T-Mobilität, T-Family, Zone 2 wählt. Das ist dann bis nach Barcelona und dann zahlt ihr 20 Euro für ein 8er-Ticket. Ich habe bereits eins. Dann haltet ihr es hier dran. Oh. Should have 3 more on this car. Und manchmal könnt ihr dann auch umsonst fahren. Die Spanier sind halt einfach so mega locker. Die Züge kommen hier tatsächlich alle 10 Minuten. Und jetzt geht's los mit dem Abenteuer, weil gerade im Zug wird auch gerne geklaut. So, jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo Lana wahrscheinlich ihr Portemonnaie geklaut wurde. Und zwar das Ausloggen aus der Bahn. Guckt mal, wie sich hier alle zusammenschieben. Da kann man ganz schnell in der Tasche von jemand anders reingreifen. Lana hatte kurz vorher noch ihr Portemonnaie gehabt. Dann am Auto ist ihr aufgefallen, dass es weg war. Wahrscheinlich war der Dieb hier dann aktiv. Die Karte stecke ich jetzt weg. Wir gehen mal raus, schauen uns die Umgebung an. Willkommen in Barcelona, würde ich sagen. So, das Erste, was wir machen, ist, wir gehen in einen Bazar. Das sind solche China-Läden, wo wir uns die wichtigste Sache besorgen müssen, die man in Barcelona definitiv braucht. Da braucht man nicht lange suchen, die gibt's wie Sand am Meer. Und zwar suchen wir eine Bauchtasche. Hola. Hier, sowas. Der Vorteil an so China-Läden ist natürlich 8,50. Das ist sogar noch eine teure Luxusversion. Hier, guckt euch das an. Je flacher, desto besser. 5 Euro. Keine 5 Euro. Mega geil. Die habe ich mir natürlich nicht gekauft, weil ich so eine habe. Aber was ich mir gekauft habe, ist eine Brieftasche, einen kleinen Köder. Den packe ich mir in den Rucksack rein, dass er ganz leicht zu klauen ist. Und dann wollen wir mal gucken, wann der verschwindet. Hier an der Seite. Ganz leicht rauszuziehen. Oh ja, das ist gut. Das ist richtig geil. So, als Nächstes muss ich mir unbedingt eine Wasserflasche holen und rausfinden, wo ich eine gute Trinkwasserquelle habe. Möglichst ohne Geld auszugeben. Und danach machen wir uns direkt an die Suche nach einem Schlafplatz. Weil das soll angeblich wesentlich schwerer sein, als man sich das denkt. Ich gucke jetzt schon ein bisschen herum. In der Stadt ist das natürlich immer ziemlich doof. Zum Glück haben wir noch den halben Tag dafür Zeit. Deswegen geht es jetzt erstmal zu einem möglichst billigen Supermarkt. Hier haben wir einen etwas kleineren Supermarkt. Aber da werde ich nicht reingehen, weil die meistens etwas teurer sind. Hier auch, das kann man vergessen. Hier vielleicht... ich gehe lieber weiter. Hier ist wieder ein Condis, aber die stehen direkt nebeneinander. Deswegen, die stehen bestimmt in Konkurrenz und dann wird das hier bestimmt günstig sein. Ah ja, das geht ja voll klar. 24 Cent pro Liter. Nehmen wir mal so eine Billigflasche hier. Jetzt noch eine Wasserquelle finden, wo ich das wieder auffüllen kann. Ich weiß, in Spanien gibt es überall solche Wasserhähne, die an der Straße stehen. Ich weiß nicht, ob man die benutzen kann zum Trinken. Ich guck mal auf Osmand. Osmand mal wieder.
Trinkwasser von Menschenhand. Boom, am nächsten Kreisverkehr. Keine 50 Meter entfernt. Da ist er. Is good to drinking? Awesome. Okay, thanks. Alles klar. Dann Schlafplatz suchen. Läuft der Ast rein. Wir haben jetzt 3:30 und ich habe noch keine Ahnung, wo ich pennen werde. Hier in der Innenstadt wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich für einen Schlafplatz hingehen sollte. Deswegen, wir strollen mal so ein bisschen herum und gucken uns einzelne Möglichkeiten an. Sammeln die einfach mal in der Hoffnung, dass das heute noch klappt. Ich werde die mir, denke ich, dann auf der Karte markieren und dann abends nochmal anschauen, weil das Problem ist, tagsüber sehen die Orte natürlich immer anders aus als nachts. Ich werde dann so vielleicht mal in einen Park gehen oder Wohngegenden ausprobieren oder sowas. Aber im Großen und Ganzen ist das momentan der einzige Plan, der mir einfällt. Wie wär's denn zum Beispiel mit sowas hier? Da über einen Zaun klettern und dann einfach dort irgendwo in den Büschen pennen? Wenn da hinten einer liegt, das merkt doch keiner. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier tue. Was mich nur stört ist, ich weiß ja nicht, ob hier irgendwelche Ratten herumlaufen. Aber die Stelle merke ich mir schon mal für ein ganz weiches vielleicht. Oh, das ist doch eine coole Stelle. Hier liegen schon ein paar. Ich nehme an, diese Bank ist hier besetzt. Da liegt noch einer. Oh, das sind die ersten Obdachlosen, die ich hier überhaupt in Barcelona gesehen habe jetzt. Aber ich würde doch sagen, dass das bisher mein Favorit ist, weil anscheinend werden die hier geduldet. Scheiße, was habe ich wieder ausgedacht? Ich penne auf so einer scheiß Bank zwischen den anderen. Oh ja, wir gucken ja erstmal noch weiter. Ey, so langsam dämmert's dir, das wird total scheiße. Guck mal, hier in den Büschen ginge doch auch eigentlich, oder nicht? Ah ne, hier sind solche Schläuche. Fangen dann irgendwann einfach an zu spritzen. Diese ganze moderne Architektur hier, kann man nirgendwo pennen, was soll denn das? Eine Brücke. Ja, das könnte klappen hier. Über einen Zaun springt, da unten irgendwo pennen. Da kann ich dann auf jeden Fall in Ruhe schlafen, ohne dass mich jemand stört. Die Geräusche von den Zügen würde ich dann eiskalt ignorieren. Oder da unten. Einfach da irgendwie durch die Büsche durch, da runter. Und hier vorne kann auf keinen Fall jemand hingucken. Ich müsste das mal abchecken. Ich warte eben, bis hier keiner mehr ist. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann springe ich rüber. Wie jetzt zum Beispiel. Und rüber geht's. Direkt mal runter. Scheiße. Schon besetzt. Da liegt schon jemand. Ja, ist auch eine geile Stelle, ne? Ja, ne. Hier stinkt's auch ohne Ende. Ich markiere mir die Stelle auf jeden Fall. In no note frisst der Teufel auch Fliegen ohne Brot. Aber mein Favorit ist es auf jeden Fall nicht. Oh, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich meinen Kanal umbenennen. Bin ich des Penner-Titels nicht mehr würdig. Also diese Penner-Ecke ist bisher mein Favorit. Ich könnte im Notfall natürlich auch hier einfach zwischen irgendwelchen Bäumen meine Hängematte spannen. Aber mein Plan wäre, dass ich heute auf jeden Fall so viele Schlafplätze wie möglich zusammensuche. Falls auch nachts irgendwie was schief geht oder so. Das ist echt schwer, aber einfach weitermachen. Einfach total durchziehen, das Ding. Guckt mal, hier sind wir am Arc de Triomphe. Ich glaube nicht, dass es hier leichter ist mit dem Übernachten. Aber wenn man schon mal hier ist, ich habe die Hoffnung, dass es hier so einen großen Supermarkt gibt, weil ich echt am Verhungern bin gerade. Ich werde verschiedene Essensmöglichkeiten miteinander vergleichen, aber im Notfall würde ich dann halt einfach auf Haferflocken zurückgreifen, so wie immer. Ich denke, da komme ich mit einer Packung in 3 Tagen mit klar. Alter, ein Laden einfach nur mit China-Sachen. Was ist das denn? Dried Pork Floss. Was ist das denn? Kostet aber auch einen Zehner. Damit werde ich es nicht schaffen. Alter, was ist denn das für ein... Ich habe irgendwie Angst davor, aber ich kann mir das jetzt eh nicht leisten. Ich brauche unbedingt was Normales. Die Sonne ist jetzt noch 4 Stunden draußen. Dann muss ich irgendeine Stelle gefunden haben. Boah, 1,50 für so einen Haufen Kekse ist auch geil. Boah. Aber wir nehmen auf jeden Fall diese Haferflocken hier. Da ist alles drin, was man braucht. 85 Cent. Mal schauen, wie lange ich mit einer Packung klarkomme. Ah ja, Wet Wipes habe ich vergessen. Naja, zu teuer, zu spät. Es tut echt weh, sich nicht einfach alles kaufen zu können. Nur Haferflocken und Wasser, oh Mann. Also 85 Cent plus 36 Cent die Flasche. Da sind wir bei 1,21. Ja, und ich hoffe, dass ich nichts weiter davon ausgeben muss. Okay, hier pennen wir auf gar keinen Fall. Ich habe gerade Gras angeboten bekommen. Die Parks sind auch total überfüllt. Okay, ich muss mich hinfläzen. Die Sache ist, ich bin jetzt schon 14 Kilometer gelaufen. Das geht so schnell hier. Es gibt einfach so viel zu sehen, aber wenig Schlafplätze. Deswegen laufe ich mir einfach nur die Beine kaputt. Guckt euch die an. Die schreit einfach nur ihre Kamera an. Die ist total angepisst. Irgendwie beängstigend. Wow. Aha. Einmal abchecken. So einfach so mitten im verdammten Park. Das ist schon hart. Oder? Keiner drin. Aber das ist mir viel zu offen. So könnte ich nicht pennen. Oh, erstmal die Haferflocken essen.
Boah, man kann die aggressive Chinesin bis hierhin hören. Das ist schon krass. Cheers. Die Sache ist, wenn man wirklich Hunger hat, sind die Haferflocken obergeil. Das schmeckt nach Chlor. Total scheiße. Als würde man so ein Schwimmbecken saufen. Boah. Aber ich glaube, das ist noch okay. Ich weiß, vor 20 Jahren durfte man in Spanien das Wasser nicht trinken. Dass die Chlor beifügen, kann man sich denken, aber echt, wirsch. Ist das sauber? Ist das... Ja, ist nicht trüb oder so. Morgen liege ich im Krankenhaus und habe Nierenversagen. Egal, gehen wir mal weiter und suchen am Strand nach einem Schlafplatz. Ich hoffe, da haben wir bessere Chancen. Da ist die Kriminalität natürlich ein bisschen höher. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Polizei da patrouilliert. Aber da weiter in der Stadt rein, das ist echt kacke. Hier ist doch geil. Die Hängematte einfach zwischen den Bäumen aufhängen und dann habe ich noch Büsche, die mich schützen. Direkt hier, zwischen dem und dem Baum. Die Hängematte spannen. Von dem Fußgängerweg sieht man mich gar nicht. Und wenn ich hier so hänge, sehen die Autos mich auch fast gar nicht. Und morgens werde ich natürlich geweckt. Aber das ist schon in Ordnung. Das ist definitiv meine Lieblingsstelle bisher. Mega geil. Hammer. Wir haben es gefunden. So. Oh, das sind auch Schlafplätze hier. Ja, hier pennen auf jeden Fall Leute. Das sind dann meine Nachbarn. Meine Büsche sind da vorne. Ist ja schon ziemlich eerie. Ja, hier ist eine Whiskyflasche. Ich hoffe mal, dass die abends nicht eine zu wilde Party veranstalten. Aber es wird schon. Gucken wir mal weiter. Wir gehen jetzt trotzdem noch zum Strand. Obwohl ich nicht glaube, dass ich da was finde. Dort stinkt es dann auch oftmals, weil von den Landinneren heraus der Regen durch Tunnel zum Strand hin transportiert wird. Da werden dann die ganzen Fäkalien hingespült. Aber lieber mehr Plätze haben als zu wenig. Hier haben wir sowas. Seht ihr, da läuft das ganze Wasser von hier oben über den Kreisverkehr runter. In dieses dunkle Loch dort unten. Und dieser Tunnel führt unter der Stadt raus, wodurch es unten an der Küste dann total nach Scheiße stinkt. Boah, ist das komisch, hierher zu laufen. Man kann sich ja richtig vorstellen, wie hier einfach tonnenweise Wasser herscheppern. Boah, das hört ja gar nicht auf nachzuhallen. Man hört da hinten sogar irgendwie ein Rauschen. Da gibt es bestimmt noch solche Kreuzungen, die dann zusammenführen. Ich traue mich nicht weiter, das ist total ekelhaft hier zu sein. Ich denke, einfach so auf dem Sand schlafen ist keine gute Idee. Da wird man bestimmt beklaut. Und ich keinen Bock habe, in jeder scheiß Tasche Sand zu haben. Nee, das kann man vergessen. Da hinten an den Büschen vielleicht? Nee, keine Chance, das ist die absolute Hölle. Da hinten ist auch irgendeine verdammte Parade. So ein Fest, das heute in Barcelona gefeiert wird. Spanien ist einfach nur mega geil. So, wie man sieht, die Sonne geht langsam unter, wir haben nicht mehr viel Zeit. Dann gehen wir die ganze Küste jetzt wieder zurück, weil wir entfernen uns immer mehr von den guten Schlafplätzen. Hier könnte man noch drunter pennen. Einfach unter dem Netz herklettern. Das merken wir uns auf jeden Fall. Aber guck mal hier zum Beispiel, was denn damit? Ich wette mit euch, man kann hier drin irgendwo zwischen pennen. Ja, da sind überall Wege. Hier haben einige hingemacht. Da ist einer gerade am Pinkeln. Hier sind sogar einige Bäume für die Hängematte. Hier zwischen den und den Baum. Was würde ich riskieren? Vorne liegt auch noch ein Kopfkissen auf dem Boden und irgend so eine Pappe. Ich markiere mir das hier auf jeden Fall schon mal. Ja, dann müsste man die Matte auf jeden Fall sehr tief hängen. Von dort könnte man mich auch sehen, aber am meisten Sorge habe ich davor, dass hier die Polizei herfährt und mich hier liegen sieht. Deswegen sind die Büsche perfekt. Also das wäre die nächste geile Stelle. Die beiden geilen Stellen sind auch nur 400 Meter voneinander entfernt. Also werde ich mal hier die komplette Umgebung einfach mal kennenlernen. Ja, wer bist du denn? Schauen, wo ich hier Wasser herkriege, wo es hier Klo-Liletten gibt. Mein neues Zuhause, yay! Die nächste Toilette ist anscheinend hier irgendwo drin. Boah, die sind sogar ganz gut. Geil, geile Stelle. Das nächste Wasser gibt es angeblich hier um die Ecke. Jo, mega geil. Ist gekauft. Hier penne ich. Mir ist aufgefallen, dass ich keine Zahnbürste oder Zahnpasta dabei habe. Deswegen suchen wir das mal. Gucken wir mal, ob Zahnbürste und Zahnpasta günstiger sind als Kaugummis. 2,75 mehr, 5 Euro, perfekt. Ja. Endlich.
So lässt sich das Wasser auch trinken. Okay, dann gehen wir jetzt eindeutig runter Richtung Strand, also unseren da Schlafplätzen mit den Hängematten, die guten. Beobachten die Situation ein bisschen. Hier in Spanien haben die Leute mittags immer Siesta. Das bedeutet, die zwischen 14 und 16 Uhr machen die Pause. Das heißt, abends kann auch sehr viel passieren. Fuck, ein Penner zu sein ist echt scheiße. Hier haben wir schon mal den ersten Obdachlosen. Das ist der erste Schlafplatz, den ich rausgesucht habe. Der ist da vorne. Ich werde jetzt einfach mal so eine Stunde hier bleiben und alles beobachten. Dann gehen wir mal rüber zum anderen Schlafplatz. Der ist ungefähr 400 Meter in diese Richtung. Und beobachten da mal alles für eine Stunde und vergleichen die beiden einfach miteinander. Das heißt, wir müssen jetzt die Augen offen halten und gucken. Aber irgendwie wirkt der Platz viel dubioser als der andere. Hier ist eine Joggerin. Das ist ein gutes Zeichen. Hier hat sich nichts getan, doch die Flasche ist aufgestellt worden. Merkt ihr, dass hier die ganze Zeit mega der Verkehr ist? Es geht mir so auf den Senkel. Boah, was für ein Durchfluss hier einfach ist. Okay, gehen wir mal rüber. Welche Bäume waren das? Die beiden hier. Wie ruhig das hier ist. Da vorne ist jemand mit einem Hund. Da vorne läuft ein Junkie her. Alles easy peasy hier. Ja, ich flitze mich jetzt hier genauso eine halbe Stunde hin und beobachte die Situation 20 nach. Ja, langsam... Boah, was sind das denn für Sitze, ey? Langsam... Wird spannend. Mega. Hier gefällt es mir richtig. Halbe Stunde. Ich habe nur vernünftige Leute gesehen. Frauen, die hier noch joggen gehen. Ist vergleichsweise wesentlich ruhiger. Ich glaube, ich höre gerade ein Geknister hinter einem Busch. Oder vielleicht war ich das, aber ich werde ja eh in der Luft hängen. Oh, meine Lieben, es ist soweit. Am Strand ist es schön, aber sobald man ein bisschen weiter geht, sind da Leute, die einem Drogen andrehen wollen. Deswegen mache ich jetzt folgenden Test. Ich ziehe mir meinen Pulli an, baue die Hängematte auf, aber leg mich noch nicht rein. Dann können wir schon von drumherum gucken, ob man die Hängematte besonders dolle sieht oder ob jemand irgendwie darauf reagiert oder sowas. Das machen wir jetzt. Weil es ist echt ein zu großes Risiko, hier von irgendwelchen komischen Gestalten erwischt zu werden. Das Fake-Portemonnaie, das ich heute gekauft habe, ist immer noch da. Okay, los geht's. So würde ich hier dann liegen. Ist doch ganz okay. Beste, was ich finden konnte zumindest. So, Nummer 1, Nummer 2. So sehr gespannt, wie es mir geht. Noch ein bisschen höher. Oh, da lief jemand vorbei. Okay, raus hier. Scheiße. Der Typ da ist ein Junkie. Das ist der Typ, der hier eben bei mir vorbeilief. Er hat umgedreht, um jetzt nochmal nachzugucken, was ich da gemacht habe. Fuck, Alter. Wir gehen noch ein bisschen weiter weg. Ich will mal sehen, ob der wieder da reinspringt und sich das angucken will. Ja, da läuft auf jeden Fall irgendwo in den Büschen herum. Ich mache mal die Kamera auf 30 FPS, damit man mehr sieht. So, jetzt ist er nicht mehr da zu sehen. Der ist irgendwo in den Büschen dort. Ich gehe mal hin. Jetzt müssen wir leise sein. Der Typ ist ja irgendwo im Busch. Ach, da hinten ist er. Ist er das? Nee, nein, das ist er gar nicht. Scheiße. Wo ist er denn hin, ey? Keine Ahnung, ey. Penner sucht Junkie, bitte melde dich. Da vorne irgendwo ist mein Schlafplatz. Zwischen dem und dem Baum, dahinter in der Buschlücke, sieht man ganz leicht die Hängematte. Boah, ist das geil. Aber das Geile ist auch, von hier aus kann ich mega geil beobachten, ob jemand in der nächsten halben Stunde an meinen Schlafplatz dran geht. Boah, das ist ja mega spannend, ey. Voll die Katz-und-Maus-Jagd hier. Und kommt er, wo ist er hin? Irgendwo verschwunden. Ist in diese Richtung gegangen, wahrscheinlich da hinten weg. Da ist die dunkle Gestalt wieder aufgetaucht. Oh, da geht sie weg. Ich gehe da mal hin. Das ist er doch, ne, oder? Scheiße doch, das ist der Junkie. Der hat da vorne im Busch rumgelegen. Ich muss den verfolgen. Da hinten ist er. Der sah aber echt abgewrackt aus vom Gesicht her. Wo geht er lang? Nach links. Da geht zum Strand, da wo ich die Dealer getroffen habe. Glaube, der ist da in dieses Gebäude reingegangen. Vielleicht zur Toilette oder so. Oder um sich einen Schuss zu setzen. Das Problem mit Junkies ist, die müssen ihren Schuss kriegen. Deswegen müssen die klauen. Und wenn der weiß, dass ich dort pennen will, kommt heute Nacht bestimmt vorbei. Boah, hier ist er rein. Ist ja eine sehr düstere Ecke. Naja, das mache ich nicht. Ich gehe mal auf die andere Seite des Gebäudes. Boah, ist genauso düster. Boah, ein Stein.
stinkt ohne Ende. Nee, keine Ahnung, wo der hin ist. Ich versuche jetzt mal rauszufinden, wo der sich da im Busch reingefläzt hat. Und ob er da irgendwie so ein Camp aufgebaut hat. Da laufen welche mit dem Hund durch. Alter. Okay, das waren Ukrainer. Die sind da 100 pro einfach nur so durchgegangen. Ukrainer haben ein volles Vertrauen, seitdem ich dort war. Okay, ich würde schätzen, der Junkie kam irgendwo hier raus. Hier könnte man durch. Und das ist schon eindeutig zu nah an meiner Hängematte. Okay, hier, das müsste sein Zuhause sein. Da sehe ich schon irgendeine Blechplatte auf dem Boden. Eieiei. Hier liegen auf jeden Fall Klamotten auf dem Boden rum. Da ist das Kissen. Da ist meine Hängematte immer noch ohne Probleme. Ich weiß ja nicht. Wenn, dann saß der hier irgendwo. Ja, sonst gibt's hier nichts, ne? Seht ihr was? Okay, dann hol ich wieder auf. Holy fuck! Die Metallplatte hat einen Durchgang. Ah ja, ne, da ist aber nichts. Bequem ist anders, ey. Beobachten wir mal weiter. Ich meine, wie so ein Camp sah das jetzt nicht. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Guckt, da ist jemand, da ist jemand. Und jetzt ist er auf Höhe der Hängematte. Er merkt gar nichts. Alter, da kam jetzt eine dunkle Gestalt einfach aus dem Busch da raus. Mit Käppi und Kapuze und einer Einkaufstüte. Die Büsche sind hier besser besucht als das Hilton Hotel. Da streifen die nächsten zwei durch die Büsche. Jo, sieht aus, als ob die was suchen würden. Und für der Hängematte? Boah, mein Herz, ey. Wie kann ich denn da pennen? Echt beängstigend. Die sind auf irgendwas drauf. Man kann von hier meinen Schlafplatz einfach so sehen. Das ist schon beängstigend irgendwie. Vielleicht habe ich es einfach total verkackt und eigentlich ist das ein scheiß Schlafplatz. Kann das sein? Es ist das erste Nacht, dass ich irgendwo draußen penne und ich denke, ich habe sofort den ultimativen Schlafplatz getestet. Wahrscheinlich einfach total scheiße. Ich guck nur mal nach, wo der Junkie langgelaufen ist. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich mich einfach in diesen Busch hier werfe? Hier ist ein dicker Busch, den sieht man wahrscheinlich auf Kamera nicht. Da ist sogar ein Weg rein. Da ist sogar was... Oh, hier ist so ein Gitter. Schnell wieder weggehen. Ich sitze jetzt hier seit einer Stunde wahrscheinlich. Ich habe da an dem Busch noch nie jemanden hingehen sehen. Und die einzigen, die vorbeikommen würden, wären Besoffene, die dorthin pinkeln. Und die sind eigentlich keine Bedrohung, würde ich behaupten. Meine Hängematte jedoch haben schon viele gesehen. Okay, ich ditche den kompletten Plan mit dieser Hängematte dort an der Stelle. Ich habe es einfach ultimativ verkackt mit dem Raussuchen eines guten Schlafplatzes. Und ich nehme den kleinen Busch, leg mich da jetzt einfach mal kurz hin und guck, ob was passiert. Es wird sicherlich schon genug abenteuerlich. Okay, los geht's. Ach, das ist auch einfach oberoffen hier alles. Ist das Ding noch heile? Ja. Ja, und da vorne am Busch läuft immer noch keiner lang. Jetzt muss es richtig abgeteilt sein. Da kommt eine Frau, die muss mich passieren. Hinter mir ist keiner, da fährt jemand mit dem Fahrrad. Und der Busch ist direkt da vorne. Der Fahrradfahrer fährt vorbei. Die Frau passiert mich. Schnell, 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 schnell. Oh, fuck. Da unten ist jemand. Da ist irgend so ein Fenster von der Küche oder sowas. Da arbeiten irgendwelche Leute, glaube ich. Ja, da kann ich durch ein Fenster reingucken. Da sind irgendwelche Baumaterialien drin oder so. Ach, hier liegt noch eine Jacke. Krass. Aber ich weiß nicht, ob die geklaut wurde oder irgendein Junkie gehört, der dann hier pennt. Ich bleib erstmal hier. Da laufen zwei Jungs her. Die sehen mich aber nicht. Könnte klappen. Okay, also mein Bett ist ausgerollt. Mein Schlafsack. Ich putze mir jetzt noch die Zähne. Es ist 20 nach Mitternacht. Wir sind heute 32 Kilometer gelaufen. Gute Nacht. Ach du Scheiße, ey. Hier kamen gerade drei Jungs hin und haben den Busch von allen Seiten voll gepisst. Aber der andere, der stand direkt hier vorne. Ich war mir so sicher, dass er mich sieht. Hat er aber nicht. Und er fängt an, seinen Schwanneck rauszuholen. Und ich sag plötzlich, ey, Bro. Und er guckt voll erschrocken. Kannst du einen Schritt zur Seite gehen, dass ich deinen Willi nicht sehen muss, ne? Die haben sich so kaputt gelacht. Pardon, pardon. Ich so, ey, kein Problem, kein Problem. Ich habe die Kamera extra ganz tief in die Tasche gepackt, falls mich jemand beklauen will. Ich lasse die jetzt auf jeden Fall hier vorne oben liegen. Das war zum Schreien. Das war so zum Schreien, ne? Naja, gut, ey. Ich habe bisher noch gar nicht gepennt. Ich bin nur leicht in den Schlaf reingerutscht. Ja, ich versuche jetzt aber auf jeden Fall weiter zu pennen. Ich hab's euch gesagt. Hier kommen Besoffene zum Pissen vorbei. Wow, super.
Guten Morgen. Ich habe mega gepennt. Mega beschissen. Ich muss hier verdeckt bleiben, weil hier sind überall Leute. Es ist 8 Uhr morgens und weiter schlafen könnt ihr vergessen. Ich habe wahrscheinlich so 3 Stunden geschlafen jetzt. Schnell alles zusammenstecken und weg hier. Die vom Office-Gebäude können mich auf jeden Fall alle sehen. Jetzt können wir hier mal bei Tageslicht mal rumschauen. Das hier vorne ist eine hochwertige Jacke. Die wurde einfach am Strand geklaut und dann leergeräumt und hier weggeschmissen. Hier unter uns haben dann morgens irgendwann die Leute angefangen zu arbeiten. Okay, wagen wir den Sprung hier raus. Zack, los geht's. Boah, Alter. Das ist das gute Stück. Ja, tagsüber kann man tatsächlich viel sehen. Aber nachtsüber habt ihr ja selber bemerkt. Hier hat ja eine Frau hingepinkelt und 5 Männer. Na gut, mit mir 6. Absolut unglaublich. Ich bin total gerädert. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich jetzt wieder hier irgendwo unterwegs bin. Ich muss erstmal überprüfen, ob ich alles noch hab. Mir wurde tatsächlich nichts geklaut. Zum Frühstück erstmal dieses scheiß Chlorwasser saufen. Ja, das ist so hart, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die heutige Nacht noch überleben soll. Naja gut, wir haben jetzt ein Ziel. Und zwar will ich euch etwas zeigen. Es gibt ja in Barcelona so viele tolle touristische Attraktionen, aber ich will unbedingt zu einer eher etwas skurrilen. Und zwar dort, wo 2008 der Terroranschlag stattgefunden hat. Dort, wo ein Mann mit einem Lastwagen in Menschen hineingefahren ist. Ich erinnere mich noch ganz genau, da haben dann bei Veranstaltungen die Städte angefangen, riesige Betonblockaden an den Straßen aufzustellen. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe. Da gehen wir jetzt hin. Der Junkie von gestern, der neben mir im Busch lag. Das ist er, ohne Witz. Guckt euch das mal an, der hat eine gigantische Tasche. Da bin ich ja noch der totale Amateur. Das ist so real, die Leute joggen hier alle. Schön in ihrem Bettchen geschlafen. Boah, ich wünschte, ich könnte mich im Auto einmal abwaschen. Leute, das ist echt hart. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Penner das hinbekommen. Ich habe ja komplett in Klamotten gepennt. Am Ende sogar noch mit den Schuhen im Schlafsack drin, weil ständig irgendwelche Leute vorbeikamen. Klamotten kleben richtig an mir. Das heißt, ich müsste die dann auch wahrscheinlich gleich mal irgendwann waschen. Die da vorne machen sich einen Schuss bereit. Da geht man einmal ein bisschen in die Gasse. Dann hat man Junkies, die sich Heroin aufkochen. Oh mein Gott. Daneben liegen irgendwelche Junkie-Leichen. Das ist echt ein sehr skurriles Bild. Da sind wir. Hier an der Stelle hat das angefangen. Ein Typ mit einem Transporter ist hier von der Straße reingefahren. Und zwar genau in der Fußgängerzone. Und hat versucht, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Hier komplett entlang und ist gezielt auf die Leute zugefahren. Dabei sind fast 20 Menschen umgekommen und über 100 wurden verletzt. Das war alles 2017, also 7 Jahre her. Und er ist ungefähr 1 Kilometer weit runtergefahren. Wie man unschwer erkennen kann, ist die Straße echt krass belebt. Wir sind jetzt hier ungefähr 200 Meter weiter. Man kann sich vorstellen, dass die meisten Leute dann panisch zur Seite gesprungen sind. Er aber trotzdem immer noch so viele treffen konnte. Boah, guckt euch das an. Das ist echt eine krass belebte Straße. Dafür bekannt hat sich der IS im Nachhinein. Und das hat er gemacht, bis er dann hier von der Polizei aufgehalten wurde. Hier ungefähr auf der Höhe der Kirche. So. Wir müssen aber komplett auf die andere Seite der Stadt. Wir sind hier mal wieder eher in einer Touri-Gegend. Hier werde ich auf gar keinen Fall irgendeinen Ort zum Übernachten finden. Wir sind jetzt auf der Westseite der Stadt. Jetzt gehen wir komplett auf die Ostseite der Stadt. Insgesamt hoffe ich einfach, dass es dort leichter ist, einen Schlafplatz zu finden. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich heute durchhalten werde. Ich kann mir echt kaum vorstellen, wie das sein muss, wenn man dann länger draußen unterwegs ist. Weil der Schlafmangel, der macht mich echt fertig. Oder die miese Schlafqualität einfach, ne? Alter. Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir könnten schnorren. Da hinten in dem etwas übleren Teil der Stadt habe ich so viele obdachlose Schnorrer gesehen, die auf dem Boden lagen und einfach einen Becher vor sich hatten. Ich werde mir natürlich keinen kaufen. Ich werde mir irgendwo einen suchen müssen. Und ich habe keine Ahnung, wo man sowas finden könnte. In Müll. In Müll, natürlich. Nope. Ja Gott, was ist aus mir geworden? Aber ich habe ja gestern auf der Straße gepennt und wurde fast von Jugendlichen vollgepisst. Also wie schlimm kann das denn noch werden? Ich glaube, ich suche mir einen McDonald's. Dann suche ich dort drumherum, in den Mülleimern herum. Jawohl, direkt hier vorne in dem Müll. Ich musste noch nicht mal ganz zum McDonald's hin. Geil. Und jetzt muss ich es noch ausspülen. Dann gehen wir zu dem Park da zurück und wir machen Kohle. Wir sind jetzt fett im Business, Leute.
eiskalt. Bam. Jetzt nur noch eine geile Stelle finden. Ich glaube, hier vorne in diesem Park ist es eher schlecht. Macht mir eher den Eindruck, als würden die Leute hier zum Chillen vorbeikommen und sowas. Da würde ich es eher da hinten an dem Torbogen versuchen. Da laufen irgendwie so Schickimicki-Leute her, die haben bestimmt ein paar Cents übrig. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie von der Polizei verfolgt wird oder so. Wir werden es rausfinden. Die Frage ist jetzt nur, wie stellt man das am geschicktesten an? Ich stelle auf jeden Fall sicher, dass man meinen Schlafsack sieht, dass ich vielleicht so eine gebeugte Haltung habe oder so. Oh, das wird super cringe. Und zwar genau hier, eiskalt da, wo die meisten Leute sind. Vielleicht hier so, hier sitzt eine Oma, gegen die habe ich keine Chance. Vielleicht direkt unterm Torbogen. Das ist mir zu dreist irgendwie. Die ganzen Leute machen hier Fotos und ich würde für so einen kleinen Test all ihre Bilder ruinieren. Weil am Penner sitzt. Nee, ich glaube, ich nehme tatsächlich so eine Säule an der Seite. Komm mal, hier ziehen auch genug Leute vorbei. Ja, dann machen wir das mal. Ah ja, genau so. In den Becher werfe ich schon mal 1 Euro rein. So, der kommt auf den Boden. Und fertig ist mein Schnorrerplatz. Ein Schnorrer mit einer 400-Euro-Kamera in der Hand. Oh Mann, Alter, das ist echt hart. Ich mache Augenkontakt und sage Hallo, die ignorieren mich vollkommen weg. Das ist so peinlich. Sobald die merken, dass ich einen Becher hier stehen habe, werde ich einfach komplett wegignoriert. Es ist passiert. 20. 26 Cent. Da sitze. Die 1 Euro gönnen wir. Dieser Typ war das da. Da, in dem weißen Shirt, da hinten. Aber von dem Rest wird man komplett wegignoriert. Das ist echt brutal. Das ist mir viel zu cringe einfach. Das ist mir so unangenehm, hier so zu hocken. Ich habe gerade 26 Cent gemacht. Das ist so geil. Boah, ich bin sehr froh, wenn das vorbei ist. Ich muss erstmal vom Stadtzentrum weg. Beim Rumsitzen habe ich gemerkt, meine Füße stinken zum Himmel. Also muss ich echt irgendwo ans Wasser einmal die Klamotten waschen. Ich kann mir echt vorstellen, warum sich solche Leute die Nadel setzen oder zum Alkoholiker werden. Echt übel, das ist echt super, super hart. Stellt euch das mal vor, normale Menschen wollen dann immer weniger mit euch zu tun haben. Ihr freundet euch immer mehr mit den Pennerleuten auf der Straße ein. Das ist dann einfach, geht's einfach nur noch bergab. Jetzt bewegen wir uns Richtung Strand und dann werden wir in diese Richtung zurückgehen und dort irgendwo komplett auf der anderen Seite der Stadt einen Schlafplatz suchen. Okay, gelbe Fahne, schwimmen, nicht empfohlen. Perfekter Moment, um das T-Shirt mal komplett austrocknen zu lassen. Guck mal, was mir aufgefallen ist. Wie ultra dreckig das hier auf der Seite ist. Wo kommt denn das her? Vorher war das nicht so. Die Socken muss ich aber wirklich im Wasser waschen. Die Socken kommen hier ausgewrungen links und rechts hinten dran. Mehr kann ich auch nicht machen. Ja. Und das war's. Weiter geht's. Boah, Junge, Junge, ich muss die Kamera ausmachen. Da hinten ist ein FKK-Strand. Und das hier vorne ist ein Strand für Homosexuelle. Tja, ein Anblick, den ich nie vergessen werde. Ich selber fühle mich gar nicht dreckig, weil ich schon seit Ewigkeiten Vanlife mache. No thanks, man. Deswegen würde ich mich dann erst morgen im Auto mal wieder richtig waschen. Aber das ist viel besser. Die Klamotten fühlen sich wesentlich besser an. Die Socken trocknen noch. Ich merke momentan, dass meine Füße einfach nicht mehr können. Wir haben jetzt wieder 20 Kilometer gemacht. Was bedeutet, ich werde jetzt einfach von der Küste weggehen und so weit durch Barcelona durchlaufen, bis ich eine Stelle finde, die mir gefällt. Da hinten sind Berge. Spätestens da werde ich im Wald irgendwo ein Plätzchen finden, wo ich in Ruhe pennen kann. Es entsetzt mich, dass ich noch eine Nacht hier draußen irgendwo pennen muss. Boah, das macht mich jetzt schon komplett fertig. So, wir sind hier zwar noch total nah am Strand, aber ich will hier trotzdem schon mal gucken, ob man irgendwelche Spritzen sieht oder sowas. Ich schwöre euch, wenn ich hier eine Pappe auf dem Boden sehe, gehe ich direkt weiter. Ich habe da absolut keinen Bock mehr auf so einen Terror. Aber Gegend scheint hier tatsächlich soweit gut auszusehen. Der Hundebesitzer da hinter mir hat mich eben schräg angeguckt nach dem Motto, verpiss dich, du Penner. Das ist ein gutes Zeichen, hier penne ich. Laufen wir noch weiter Richtung Gebirge. Hier sind also die günstigen Wohnungen. Boah, Alter. Hier in der Nähe gibt es auch das kriminellste Viertel von Barcelona. Ich weiß nicht, ob das auch noch dazugehört, weil das sieht echt heftig aus. Zu der ganz kriminellen Gegend gehen wir dann morgen hin. Am Strand und im Zentrum ist die Kriminalität auch schon sehr hoch.
Aber das ist halt immer nur Taschendiebstahl oder irgendein Betrug mit Touristen. Und dort, wo wir dann morgen früh hingehen, ganz vorne mit dabei mit Raub und Drogen und Körperverletzungen und sowas. Hier können wir auf keinen Fall irgendwo übernachten. Hier gibt es ja echt nirgendwo irgendeinen Schutz. Bis zu den Bergen sind das ungefähr 3-4 Kilometer noch. Wir haben jetzt fast 16 Uhr. Noch über 4 Stunden, bis die Sonne untergeht. Das mit dem Berg muss einfach klappen, weil ich kann zum Verrecken einfach nicht mehr laufen. Ich bin komplett im Eimer. Ich muss hier übrigens so sitzen, weil die Hose im Schritt aufgerissen ist und ich hier sonst allen Leuten meine Unterbuchse zeige. Mein Schuh ist hier komplett im Eimer, das ist meine Socke. Und ich laufe die ganze Zeit mit den Socken hier außen herum. There is a floor for rent. No, no. It's only built for living. No rent. There is a touristic apartments here. No? Yeah, yeah, I know, I know. I was in Barcelona, but in center, but I don't like tourism is not yes, real. Yes. You know? But here there is an agreement place, no. Yeah, okay, it's nice. A safe place, yes. But down near the beach is criminal, right? Yes, I was there. It was perhaps scary. Yes, yes. So, the Ramblas, Magda, yes. So it's good. It's good yes, life. Yes, yes. Okay, das ist nice. Okay. Geht schon ordentlich bergauf, aber man sieht, so langsam haben wir eine tolle Aussicht. Und ich will da oben hin. Da können wir garantiert die Küste sehen, die ganze Küstenlinie bis zur Barcelona Zentrum mit den ganzen Hochhäusern, wo wir gestern übernachtet haben. Aber ist noch ein kleines Stück. Da ist das eine Burg, da ist eine Burg da oben. Geil. Ich habe das Gefühl, wir sind von der schlimmsten Ecke Barcelonas zur besten Ecke gegangen. Was für ein Kontrast. So, hier sind wir direkt an der Grenze zum Naturschutzgebiet. Kein Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet. Kein Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet. Und hier pennen wir irgendwo. Boah, Wahnsinn. Hammer. Hola. So, und da wären wir, der höchste Punkt des Berges. Hier haben wir die zwei großen Strommasten. Da hinten sind noch andere Gebäude. Und die Aussicht ist natürlich brutalst geil. Ich würde sagen, dass wir uns hier vorne an dem Hochstrommast dran flezen. Da unten sind so zwei riesige Gebäude ganz hinten. Da haben wir heute angefangen, sind bis nach ganz hinten durchgegangen, wo es den Terroranschlag gab. Sind die Küste dann zurückgelatscht und hier, dann hier den Berg hoch und sind jetzt hier gelandet. Oh wow, hier haben Kriminelle einen geklauten Koffer runtergeworfen. Und ein paar hundert Meter weiter sind wir tatsächlich an der Burg, die wir von unten gesehen haben. Kilometer. Heilige Kacke. Ich bin wirklich komplett fertig. Jetzt, wo ich Ruhe habe, merke ich, dass ich irgendwie echt traumatisiert bin. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich fühle mich niemals sicher. Das ist unglaublich. Ich merke jetzt erstmal, was für eine Panik ich eigentlich die ganze Zeit habe. Und ich habe am Anfang gesagt, das wird leicht. Habla inglés? Inglés? Is it okay to be here? I guess. Oh, you don't know? Yeah, I'm not any... Oh, yeah, okay. Okay. It's beautiful, right? Yeah. It's very beautiful, I love it. Okay, da kommt doch jemand vorbei, aber der war cool. Hier fühle ich mich nicht so verwundbar wie da unten. Diese kontinuierliche, krasse Verwundbarkeit. So, okay, folgender Plan. Erstes Problem ist, es ist jetzt schon arschkalt. Zweites Problem ist, es könnte heute regnen. Es kam heute immer wieder ein paar Tropfen runter. Deswegen habe ich meinen Rucksack hier mit dem Nässeschutz hingelegt. Und hier habe ich meine Hängematte mit dem Schlafsack drin, in der Hoffnung, dass das irgendwas hilft. Das wird arschkalt heute Nacht. Ich habe hier ein Halstuch gefunden in meiner Seitentasche von der Hose. Das nehme ich so als Atemschutz, das kann auch sehr helfen. Die Schuhe lasse ich komplett an. Ich weiß einfach nicht, wo ich die Schuhe hinlegen könnte, dass die trocken bleiben. Wenn es nachts wirklich arschkalt wird, dann würde ich hier auf dem Boden einfach Liegestütze machen. Das ist die einzige Chance. Das könnte nochmal so richtig unangenehm heute werden. Werfen wir noch einen Blick auf die Stadt. Boah, das ist echt ein verrücktes Bild. Wahnsinn.
Unglaublich. Da oben ist die schöne Burg. Cool ist, dass man die Polizisten auf jeden Fall sofort sieht, wenn die hier hochgefahren kommen. Ah, ja. Okay. Gute Nacht, meine Schokohäschen. Morgen. Oh, ich fühle mich wie ausgekotzt. Boah. Boah, ist das abgefahren. Au, meine Füße. So, an meinen Klamotten war keiner dran. Ich fühle mich dazu gar nicht bereit, da runter zu gehen. Weil ich fühle mich jetzt so, wie andere Obdachlose aussehen. So richtig ausgekotzt und komplett versifft. Naja, von nichts kommt nichts. Wir haben 9.41 Uhr und wir müssen schleunigst zu diesem super gefährlichen Teil. Das dürfte dort irgendwo sein. Der Stadtteil heißt La Mina. La Mina ist der mit den Drogendelikten, mit der Körpergewalt und den Raubüberfällen. Da gehen wir da durch zur Küste hin und dann die komplette Küste zurück Richtung Auto. Ich muss gucken, ob ich das schaffe. Mir hat auch eine Mücke direkt aufs Augenlid gestochen. Ich kann gar nicht klar denken. Ich finde gar nicht die Worte. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meine einzige Motivation ist es, schnell zum Auto zurückzukommen. Ich meine, ich habe wenigstens die Option. Andere Leute können das nicht. Wenn ich jetzt in echt obdachlos wäre, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ohne Meldeadresse, ohne Job. Boah, da muss ich direkt an die alten Opas denken, die da in der Stadt auf der Bank übernachtet haben. Die kommen dann ja nie wieder raus. Oder man geht in den Knast. Das ist natürlich auch eine Option, so skurril das auch klingt. Oh, ist der am Einbrechen oder was? Keine Ahnung, ey. Hier ist sein Einkaufswagen. Guckt euch das an. Oma Terrassa. Das sind Pfandflaschen oder sowas. Könnte auch sein, dass es eine Frau ist, die da hingepinkelt hat. Einfach an einer viel befahrenen Straße zwischen den Autos. Oder? Habla inglés? Ja. Na, okay. Grazie. Habt ihr die süße Oma gesehen? Das ist echt krass, Leute. Ich glaube, dass ich da auch nicht rauskommen würde. So beschissen, wie ich mich jetzt schon fühle. Wenn man dann noch mit so einem Karren herumfährt, akzeptiert man das ja, dass man als Penner erkannt wird. Und dann ist es dir, glaube ich, auch egal, ob du an die Straße pisst oder nicht. Okay, wir nähern uns La Mina District 6. Guck mal, das hier ist eine Essensausgabe. Schaut euch mal die Schlange an. Die geht komplett hier lang. Guckt mal, wie viel, das sind bestimmt 100 Meter. Bis hinten, schaut euch das an, Alter. Bis zum Ende des Blocks führen die lang. Heftig, ne? Echt heftig. Boah, ist schon eine üble Gegend. Ich werde schon ganz komisch angeguckt hier. Ist einfach alles komplett runtergekommen hier. Guckt euch diese Ghettos da an, ey. Junge. Haus an Haus. Wir tauchen immer weiter ein. Guckt euch das an. Wahnsinn. Und das ist es. La Mina District 6. Alter, guckt euch die Fenster an. Ach, das sind die Balkone. Boah, selbst die da oben sind alle vergittert. Boah, krass. Ich hoffe, dass mir hier keiner die Kamera klaut. Hier gab es wohl mehrmals schon irgendwelche Journalisten, die beklaut wurden. Und so sieht das von innen aus. Nee, da gehe ich nicht rein, ey. Was sind da irgendwelche Leute? Was ist denn das für ein Haus? Was ist denn das für ein Haus? Ist ja gar keine normalen Gänge oder so. Die Treppenhäuser sind immer wieder miteinander verbunden. Boah, ganz komisch, ganz, ganz komisch. Okay, also ich gehe davon aus, es ist erträglich, weil es so früh morgens ist. Beziehungsweise Mittag. Wir haben jetzt 12 Uhr. Aber das ist es. La Mina. Ups. Ein Hund fast in mich reingelaufen. La Mina District 6. Da versucht mich schon einer von hinten anzusprechen. Ich hoffe, die denken nur, dass ich irgend so ein Cracker bin, der hier irgendwie versucht, sein Heroin zu kaufen oder so. Also ein guter Kunde. Da ist ein Fahrrad am Gitter. Da oben auch. Was geht denn hier ab, ey? Boah, ich würde so gern in einer der Wohnungen reingehen und mir das angucken. So, jetzt kommt der Test. Einmal ganz schnell umdrehen, um zu gucken, ob mir jemand folgt. Nein,
Puh, okay. Mehr traue ich mich auch nicht. Abends ist hier garantiert richtig schlimm. Mann, oh Mann, könnt ihr euch das vorstellen? Das war eine der kriminellsten Gegenden in Europa. Ich meine, es gibt noch schlimmere. Ich fahre ja gerade nach Lissabon, da soll es übelste Ghettos geben. Guck mal, wie die hier versucht haben, sogar die Steine wegzuhauen, um da einzubrechen. So, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause. Das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ich werde im Zug wahrscheinlich alle voll stinken, weil ich seit über 48 Stunden diese Klamotten hier trage. Boah, ne, ich stinke so hart. Ich will das den anderen Menschen nicht antun. Ernsthaft, hätte ich vorher gewusst, wie das ist, dann hätte ich meinen Channel nicht Penner im Auto genannt, weil das ist echt eine ganz andere Sache da draußen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine neue Angst freigeschaltet davor, obdachlos zu werden. Auch habe ich gemerkt, dass meine Sicht auf Obdachlose mittlerweile sich total verändert hat. Immer wenn ich einen sehe, gucke ich direkt, was hat der für Klamotten an, versuche einzuschätzen, wo der nachts pennt und wie er so über die Runden kommt. Aber das Schlimmste von allen war Schnorren. Geld erbetteln ist so peinlich einfach nur. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. So, da unten steht mein Auto. Ich habe noch nie was Schöneres gesehen. Ich habe dann heute mal auch wieder über 24 Kilometer gemacht. Ich danke euch vielmals für Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand's oberscheiße. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich antworte jedem. Passt auf euch auf. Lasst euch euren Camper nicht klauen. Schokoäschen. Wir sehen uns unterwegs.